So, da sind wir wieder mit Martina kocht. Und das war jetzt besser. Wir haben gerade schon ausgeschnitten, nur falls es euch interessiert. Aber egal, okay. Wir fangen jetzt an und haben was Wunderbares mitgebracht, was ganz traditionell bayerisches. Nämlich? Ein Semmelknödel. Ein Knödel. Ein Semmelknödel. Genau. Mit? Aber ein Semmelknödel mit Low Carb Brot von Kaktum. Und das ist ja der Hit, ja. So sieht's aus. Und das machen wir mit Pilzen in den Rahmen. Das heißt, wir brauchen? Erstmal Brot. Brot? So wie sonst auch immer. Sagen wir du? 500 Gramm Brot. Das heißt, dann nehmen wir 3 Packungen. Alles, was du hast, ich hab's dir ja schon abgewogen, ne? Ja, du bist spitze. Ich hab's dir ja schon abgewogen. Noch ein bisschen Seitenprofil bei dir. Das ist immer schön. Okay. Ja, Würfel, klar. Genau. Gib ihm. Die Würfel machst du mir dann mal da rein. Mhm. Schöne Nein. Würfel. 500 Gramm Würfel, 2 Eier, Milch. Ich mache mal die Milch warm. Genau. Halber Liter Milch. Ich arbeite und du machst ein bisschen Milch warm. Echt fett. Ist okay. Du bist so ein bisschen Dreipunkttechniker, ne? Links so. Oben ganze Scheiben, rechts angeschnittene und links unten Würfel. Ja, alles mit System. Das ist dann mit so Origami, oder? Heißt das nicht so? Mit was binden wir denn eigentlich das sensationelle Low Carb Brot? Mit dem berühmten Guarkernmehl. Hast du schon mal gehört? Guarkernmehl? Ja. Ja, hab ich schon gehört. Genau. Hab ich mir merken können, weil ich immer an Frösche denke. Hat zwar nichts mit Fröschen zu tun, aber wegen dem Guark. Guark. Bis du soweit bist, würze ich mal die Milch. Natürlich klassisch mit Pfeffer, den du mir aufgeschraubt hast. Gleich passiert was, ja. Nee, die Milch muss nicht passiert werden. Nicht? Nee. Geht auch ohne. Die Milch für die Knödel kräftig würzen, ne? Mmh. Muskat kann ja im Knödel, liebe ich ja Muskat, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Knödel mag ich auch, ja. Muskat, sensationell. Soll ich dir in der Zwischenzeit schon mal die Pilze schneiden? Ja, mach das bitte. Weil wir machen ja Pilze in Rahmen dazu, haben wir gesagt. Alles low carb und ganz gechillt, ne? Und sehr lecker. Ja, das weiß ich nicht. Diese Kräuter, Seitlinge oder wie heißen die, gell? Kräuterseitlinge. Finde ich ganz lecker. So, wir gießen jetzt die Milch auf die Knödel und machen dann einen Deckel drauf. Okay, weil durch die Wärme wahrscheinlich der Dampf oder die Feuchtigkeit drin bleibt und es dann noch besser durchzieht. Yes, das heißt, wir brauchen tendenziell immer weniger Milch. Okay. Aber der Trick, um es zu Ende zu bringen, ist Milch drüber und dann beschweren. Okay. Einen Topf im Kleinen oder einen Deckel im Kleinen, irgendwas, was reingeht, was schwer ist tatsächlich. Okay. Wenn man sauber arbeiten will, macht man Glasichtfolie rein und tut dann beschweren. Okay. Dann tust du es noch immer so ein bisschen pressen und dadurch kannst du natürlich noch besser die Kräfte walten lassen. Wieder was gelernt, ne? Mhm. So, kochende Milch. Ich glaube, die Sendung heißt Martina lernt. Ist das so? Ja, bestimmt. So. Das ist genug Milch, denkst Schauen du? Schauen wir mal, was? Das genug Milch ist? Mhm. Ich denke, das ist genug Milch, weil wir haben ja das wunderbare Panifaktum-Brot. Ne? Dann machen wir jetzt den Deckel drauf und lassen das schön ein bisschen durchziehen. Ich denke, wir nehmen Olivenöl, oder? Auf jeden Fall. Wir nehmen wunderbares Olivenöl aus Greta. Aus Greta. Mhm. Und Bio. Ja, das kannst du auch ruhig, da ruhig nochmal darüber. Darüber? Yes. Schön mit der. Brauchst dich nicht genieren, ne? Komm ruhig. Brauchst du nicht genieren? Nee, brauchst du nicht genieren. Nicht wegen dem Öl. Öl brauchst du nicht genieren. Haben wir noch nichts gesagt, oder? Dass ihr eigentlich ein bisschen schüchtern bist. Du bist eigentlich schüchtern. Ja, eigentlich schon. Warte kurz. Sieht man das, dass ich die Augen zu habe? Ja, jetzt sehe ich, dass du schüchtern bist. Okay. Puh, jetzt habe ich es wieder auf. Das war verwirrend. Ich schneide dann schon mal als nächstes die Nachzwiebeln. Genau, die machen wir zum Schluss nämlich mal mit in die Pilze rein, nachdem wir die Soße abgebunden haben, dass wir ein bisschen was Grünes haben. Sehr gut. Zwei Eier mit rein und schön umrühren dann auch. Finger weg von meinen Pilzen. Mag ich aber gern, so ein bisschen. Ein bisschen irgendwas bewegen, was gar nicht bewegt werden will, ne? Genau. Guck mal, das ist ungefähr, Freunde, ist ungefähr so mit den Pilzen in der Pfanne, wie wenn ich so machen würde den ganzen Tag. Hey! Super, oder? Das ist feinfühliger, bitte. Ja, so hast du mit der Pfanne, warst du gerade auch nicht feinfühlig. Ich kann dir das in Slow Motion als Replay nochmal hinten dranhängen, wenn du es dann nachher sehen willst, unbedingt. Das hatte mit Feinfühligkeit nichts zu tun. Und du schon, oder? Ja. Schon? Ja, gibst du. Gibst es zu, deswegen ist es etwas.
Okay, wie sieht's aus? Sieht schon gut aus, muss man ziehen. Ja. Wird schon. So, dann machen wir gleich diese Guacamole zur Bindung mit rein. Ne? Nur ein bisschen, gell? Sparsam damit umgehen. Ja, bindet nämlich gut. Dann schauen wir mal die Pilze an in der Zwischenzeit. Die lösche ich jetzt schon mit Sahne ab. Okay. Ich kann jetzt noch Zwiebeln reinmachen und so weiter und so weiter. Wollen wir aber nicht. Schaut super aus. Schon, ne? Ja, so eine goldige Note. So ist nicht, oder? Ja. Oder was ist das? Macht gar nichts. Da raucht's. Aber richtig. Das Schöne ist, es gibt dann gleich eine schöne cremige Farbe, siehst du das? Mhm. So. Kurz aufkochen, oder? Und dann weg damit. Genau, jetzt erstmal wegstellen. Knödel! So. Stellen wir die Pilze noch ein Stück weiter rüber. Ne? Genau. Derzeit stelle ich nämlich schon mal das Knödel Wasser auf. Müssen wir gleich mal Vollgas geben da? Yes. Mach du doch mal den Knödel hier. Wie sieht es denn mal aus bei deinen Knödeln eigentlich? Ja, die schauen gut aus, glaube ich. Hast du schon mal gerührt und so? Ja. Brauchen wir noch ein bisschen Guacamole, hätte ich gesagt, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, ne? Ein bisschen langsam abdicken. Und? Besser mit dem Ei? Ja, muss noch ziehen und so, ne? Ja. Ein bisschen ziehen noch und das Wasser heiß wir machen ist. Aber schon mal, wir machen schon mal Kochprobe. Ach, du magst es ja mit der Folie. Ich mag das mit der Folie. Das hast du mir ja schon verraten, genau. Den Trick. Das ist ja in einer anderen Sendung schon verraten tatsächlich. Wir nehmen Glasichtfolie und schneiden die eigentlich in quadratische Stücke. Dann machen wir unseren Knödel in die Mitte, wickeln den dann zu, drehen ihn oben zu oder tackern ihn notfalls und setzen ihn dann wie beim Reis mit einem Kochbeutel ins Wasser. Was passiert? Von außen kommt kein Wasser hin, das heißt der Knödel weicht nicht von außen auf, er hält, er ist stabil und braucht viel weniger Ei und viel weniger Mehl, Brot, was auch immer. Und der pure Geschmack bleibt einfach übrig, ich glaube. Also, ein Knödel sieht schon gut aus. Ab in die Folie. Aber wir wollen ja eigentlich, ne? Eigentlich wollen wir ja, haben wir gesagt. Was machen wir immer als erstes? Eine Kochprobe. Eine Kochprobe. Machen eine kleine Knödelkochprobe. Eine süße Mini-Knödelkochprobe. Aber auch die machen wir natürlich mit Folie, weil wenn wir die jetzt ins Wasser machen, sind wir zwar ultimativ sicher. Aber haben halt keine. Haben wir keinen Beweis, dass geht. Ne? Knödelei. Schau. Dann machen wir Düdle draus. Richtig zu. Okay. Richtig zu das Ganze. So. Richtig zu drehen auch. Dann lass es auch kompakt. Ne? Mhm. Und dann let it schwimmen. Let it schwimmen. Wenn der Staub ist, tust du es nur außen hin machen. Und dann passiert nichts. Okay, cool. Oder wie gesagt, oben tackern, dass nicht aufgeht, weil wenn es natürlich. Und wie lange lässt denn jetzt da Probe kochen? Eigentlich so 10, 15 Minuten, aber ja. In der Größe. Ich will ja nur wissen, ob er hält, das ist mir am wichtigsten. Das Schöne ist, wie du siehst, ne, da kannst du nochmal richtig Druck drauf machen. Und du kannst einfach so ein bisschen pressen. Nochmal, ja, da kannst du nochmal in Form pressen. Der hält nichts ab, wenn, wenn du sie dann tackerst, halten sie auch. Tust du tatsächlich so mit dem Tacker zumachen? Ja. Tacker oben einfach den Tacker reinjagen, nachher aufschneiden, passiert halt nichts. Ne? Ja. Man muss halt immer aufpassen, wenn die da drin rumschwimmen. Dass sie nicht verloren gehen. Genau, das sieht man ja hier. Den einen habe ich an den Rand geklebt, aber Wasser bewegt sich ja und kochendes Wasser noch gleich mehr. Okay. Und wenn es dann untertaucht und dann aufgeht die Folie, dann ist natürlich schade für die Arbeit, weil dann hast ja doch wieder Wasser dran. Das wollen wir ja nicht. Das reicht. Reicht. Also reicht heißt, du kannst jetzt aufhören, die Hände waschen. So, also ich habe ein gutes Gefühl mit unserem Knödel. Der knödelt nämlich da umher, ganz wild. Genau. So. So, schauen wir mal. Haben wir mal rausgeholt jetzt. Guck mal. Kannst du mal vorsichtig auspacken. Wie gesagt, der ist in der Mitte nicht gar, ne? Aber darum ging es mir ja nicht. Sondern ob er hält und so genau, weiter. Spannung nur, steigt. Ob er in der Mitte wieder noch roh sein, aber ob er hält. Überraschung. Sensationell. Wie schön rund er ist, mega. Ja. Halten du da auch, oder? Halten du da wunderbar. Was sagt dein Gefühl? Schneid's mal auf. Innen drin noch roh, aber alles perfekt. Ja. Ja, innen noch ein bisschen weich, natürlich, klar. Aber er hält, aber er hält. Genau, ich mache jetzt mal einen Knödel. Ohne Folie zum Vergleich. Während du
Der Saustall da wegputzt. Nein. Ach so. Während du ruhig die anderen Knödel vorsichtig versenken kannst, quasi. Ich tausche mal mit der Platz. Denk dran, die Folie muss, ne? Und so. Alles gut. Die Folie muss? Ja, passt schon. Darf nicht aufgehen. So, als Wein. Zack. Schalt mal ein bisschen runter, oder? Alles mal zu. Ja, eigentlich sagt man so 5 bis 10 Minuten kochen, ne? Leicht köcheln und dann 5 bis 10 Minuten oder 20 Minuten je nach Größe ziehen lassen. Mhm. Okay, hast du die Öse gestoppt? Nee. Dann eine der meistgestellten Fragen an Köche ist wirklich, wie lange dauert sowas? Okay. Das ist immer, naja gut, wie groß sind die Knödel, ne? Ja. Hast du solche Knödel oder machst du halt solche Knödel? Okay. Wo kochen sollen also so ist das köcheln sollen sie schon. 7 Minuten. Was sieht man denn schon? Ich zeige das mal von oben. Das sieht man nämlich vielleicht schon ganz gut. Hier, wo der Knödel ohne Folie ist. Da verlieren wir schon unseren Material. Material geht verloren. Genau. Geht alles verloren. Wollen das wir aber nicht. 6-7 Minuten und dann lässt es ziehen, oder? Ja, dadurch, dass wir Folie haben, können wir auch viel entspannter kochen. Okay. Weil kann ja nichts passieren. Mhm. Also zerfällt die Hitze, auch nicht. Genau, richtig. Die Hitze geht ja nicht brutal rein, sondern geht über die Folie tatsächlich rein. Du brauchst natürlich eine gute, kochfeste Folie. Und ich zeig das mal von oben, weil man glaubt es immer nie, wie gut es da aussieht. Ne? Wenn du drauf langst, merkst du schon, es wird hart außen. Und der sieht schon ganz furchtbar aus. Mhm, das stimmt. So, jetzt lassen wir das noch 7 Minuten 50 leicht köcheln. Okay. Dann stellen wir es runter, lassen es eine Viertelstunde, 10 Minuten ziehen. Und dann, glaube ich, sind wir definitiv fertig. Semmelknödel! Semmelknödel! Die haben jetzt gekocht, haben gezogen. Die stellen wir mal ein bisschen runter. Weil wir müssen nämlich noch die... Oh, zack! Schwammerl. Genau, die Pilze noch ein bisschen abbinden. Einmal aufkochen, fertig machen. Mhm. Grün mit rein, ein bisschen Liebe. Und dann können wir auch schon... Oder? Ja. Kräuter oder... Frühlingszwiebeln. Man kann Kräuter nehmen, das haben wir jetzt nicht. Man kann Zwiebeln nehmen, die man mit rein macht. Man kann Speck mit, man kann eigentlich alles nehmen. Wir machen jetzt pur, planen, nur ein bisschen Guacamole zum Binden, rühren wir rein und dann machen wir noch Frühlingszwiebel oben drüber und dann richten wir auch schon an. Hätte ich gesagt. Auf jeden Fall. Ui, guck mal, ist schon fast verdunstet alles. Ja. Haben wir noch einen Schubs Milch? Bestimmt. Ja, guck mal, sofort binden. Jetzt mache ich noch ein bisschen rein. Brauche ich noch mehr, oder? Ein bisschen Soße geht schon. Soße ist immer gut. Gut. Ein bisschen Mehl rein. Schön vorsichtig mit Guacamehl, ne? Weil? Ja, weil es schnell bindet, oder? Ja, und vor allem die Hulle. So. Was sagst du? Ich sag ja... Gut, oder? Ich sag ja... Abschmecken, oder? Ich sag ja, sämig genug, oder? Ja. Ist gut. Sieht gut aus. Gut, aus die Maus. Abschmecken. Ja. Perfekt. Ja, schmeckt schon mal super nach gar nichts. Ah, okay. Wir haben kein Salz wegen den Pilzen, oder? Pilzen, korrekt. Was gibst du noch dazu? Pfeffer. Maximal Pfeffer tatsächlich. Salz, oder? Pfeffer? Nee, das ist Pfeffer. Ich hatte vorher Salz. Ach, das ist hervorragend. Du machst es schon. Ich sehe schon. Du hast das alles im Griff. Ja. Wollen wir noch ein bisschen Soße machen? Unbedingt, ja, unbedingt. Gib ihm. Ach, ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Super. Abbinden noch. Oh ja, schau. Es kommt. Gut. Oder brauchst du noch? Puh, ganz schön Pfeffer rein, ne? Huhu. Ach, puh, das wirst du gleich merken. Echt? Pfeift schön. Echt? Im Gebäck. Okay. Soße ist. Wenn du, magst du es dicker? Ich mag es nicht dicker. Na, ist gut, weil dann. Der Knödel soll ja auch. Genau. Aufsaugen kommt dann. Okay. Runter damit. Mhm. Knödel auspacken. So, schau mal, wie schön. Und? Gut. Perfekt. Oh, traumhaft. Und nicht zerfallen, ja? Fluffig vor allem, wenn man drauf langt und so richtig schön fluffig. Richtig lecker und schön. Wo ist denn eigentlich unser Zerfallener? Genau, den wollte ich gerade rausholen. Und den können wir mal im Vergleich nämlich in die Kamera halten. Also nur, dass man das mal sieht, vom Unterschied her. Cool, ne? Ja, mega. Rund, echt total. Und einmal total wässrig und zerfallen. Genau, ebenso wässrig ist der auch. Ja. Von der. Der schmeckt auch ganz paar. Ich glaube, da müssen wir fast mal anschneiden und einen Vergleich sehen. Mach ruhig. Schau mal. Also hier haben wir den zerfallenen Knödel. Sieht man.
Sehr gut. Und hier der feste. Wunderbar. Toll. Perfekt. Richtig schön. Und das alles low carb, ne? Absolut low carb. Absolut gesund, langsättigend und es riecht gut. Schmeckt pfeffrig gut scharf. Na, das mit dem Knödel. Sensationell, der Knödel. Ja, mit dem Knödel. Jetzt so ein bisschen Frühlingszwiebel. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Frühlingszwiebel in die Mitte und dann schön oben drüber gestreuselt. Und dann sieht es schon sehr, sehr gut aus. Wir wollten, können wir jetzt natürlich noch ein bisschen Basilikum rein oder so ein Stielend rein, aber das brauchen wir alles nicht, weil wir wollen es ja natürlich halten, haben wir gesagt. Schaut gut aus. Sind wir drauf? Yes. Jetzt geht's los mit Verkosten. Hast du von meinem Tellerchen gegessen? Ja, ich esse mit dem Löffel. Das ist auch sehr gut. Ah, der Knödel ist aber schon mal super luftig. Dann schauen wir. Zusammen mit der Pfeffersoße wird es bestimmt richtig gut werden. Da ist nicht so viel Pfeffer drin, nein, wie du denkst. Nein, das ist genau richtig. Ja. Nein, der Quatsch. Schmeckt schon gut. Ich bin zufrieden mit mir. Na, ist echt gut. Ja, so einfach kann Kochen sein mit Panifactum und AMT. Das heißt, wir haben super luftige, leckere Low-Carb-Knödel gemacht. Genau. Brotknödel. Mit Pilzen in leichtem Rahmen. Yum, yum. Also wirklich super lecker. Die Semmelknödel mit dem Panifactum Low-Carb-Brot und dieser Pilzrahmsoße. Genial. Tschüss, ne? Servus.